Sachs 503. So, also, wir sind alle wieder heil zurück von unserer affengeilen Sausefahrt. Ja, wir hatten eine affengeile Zeit gehabt. 8 Tage, viel draußen geschlafen. Genial gewesen. Eine grössere Panne haben wir gehabt. Haben wir schnell eine Motorrevision machen, aber sonst haben wir es einfach in vollen Zügen geniessen. Wir sind über das Appenzell auf Brienz runter und über Luzern wieder heim. Der Klausenpass, der Susterpass, der Glaubenberg und der Brünig. Natürlich haben wir auch das eine oder andere ein bisschen aufgenommen, gefilmt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. So, jetzt geht's los. Yay! Da, Küche, fahrende Küche. Da, Kühlschrank. Kühlwagen, ja. Appenzeller Kühlschrank. Affengeil. Nein. Es hat noch ein Stück. Los geht's. Timing, eh? Können wir mal schauen? Sind alle drauf? Geil. Oh, wie schwindlig. Hey. Du, willst du das Segelschiff schauen? Geil. Segelschiff schauen. Tschüss, tschüss. Schau mal.
Also, wir sind jetzt im Urnenboden, kurz vor der Passhöhe. Hier übernachten wir. Mit 3 Tagen unterwegs, zweimal haben wir draußen geschlafen. Affengeil. Eine kleine Schweizer Tour auf abgesperrten Strecken. Ja, und es ist ein lässiger Sauhaufen. Und jetzt sind wir da vorne im Unterbodener Spunten. Essen wir zur Nacht und schlafen wir rein. Schneckli, meinst du? Du jedes Töffli per Ton erkennen, wenn wir da laufen lassen? Ja sicher, ist das für blöde Fragen? Top. Willst du noch etwas? Nein. Lass nur eins aufs Mal laufen. Sachs 503, Linda. Next. Der Sammy. Anlaufschwierigkeiten. Ja, ich hab das gehört. Die sind mir irgendwie bekannt vorgekommen. Schau einen Moment, mit allem Gepäck hin und raus. Sehr geil. Aber ich bin so an. Oh, ich hab's auch noch. Ja, ich kann's klar. Ja, klar. Das erkennt man eben auch sehr gut am Gasverhalten her. Er tut immer gerne ein bisschen Hutrollen. Gut. Next. Das ist der Sachs, das ist ein Rixe 503, das ist der, der Puzzle fährt. Das ist auch ein Sachs 503, der Markus, dritten. Also gut, das ist klar ein Puch gewesen. Ah, das ist jetzt schwierig, die kenne ich noch nicht so gut. Das ist entweder der Bruno. Ich tippe jetzt einfach mal auf den Bruno. Sag mal den anderen. Also gut, der hat immer nicht geschippert. Gut. Ha! Das ist ein Puch E50 Meli. Nein. Okay, dann hat er einfach nicht geschaltet. Dann ist in dem Fall ein Puch ein Zweigang gewesen, der Bruno. Schnitzen zusammen, dass alles stimmt. Ja, das ist, weil er nicht geschaltet hat. Ja. Das kommt schon kein Aufträge. Ja, ja. Zunächst. Ah, ja, das ist ganz klar Meli. Das ist ganz klar Meli gewesen. Puch E50. Ja, das tönt nach einem Bobby, einem schweren Bobby. Das ist der Cyril mit dem Bobby E50-Motor. Wer haben wir denn noch nicht? Das ist auch ein Zweigang-Sachs. Wer fährt noch einen Zweigang-Sachs? Dritten Sammy, Linda, Puzzle. Wer ist noch mit dem Zweigangsacht, Kopf, Tommy? Wer ist jetzt noch mit dem? Ah, das ist nicht am Anfang gewesen. Also gut, das muss auf jeden Fall noch Linda gewesen sein. Im Zweigangsacht, 503. Aber halt, jetzt ist Linda zweimal durch. Ah, ich bin jetzt. Mit ihm kann leider keiner schalten, sonst wären wir mit ihm auch noch durch. Ja. Also gut, das ist jetzt eben die Jungfernfahrt von dem. Wie man sieht, ich konnte leider nicht mit dem Einrad anhängen. Ich habe den voll beladen. Und das war natürlich ein bisschen viel Gewicht hinten drin. Und dann hat er angefangen aufschaukeln. Geht natürlich für kurze Strecken, aber jetzt eine Woche. Ich denke, ich gehe aufs Alpenwerth, habe ich noch schnell eine andere Kupplung gemacht. Hinten. Dann die Scheibenbremse hat sich sehr bewährt. Das ist etwas ganz Geiles, der Hogerab. Sie ist auch schon leicht verfärbt, wie man ein bisschen sieht. Aber die ist natürlich grandios. Dann die ganze Ladegeschichte funktioniert einwandfrei. Und dann die ganzen Halter hier oben ist genial. Leatherman, ein Sturmfeuerzeug. Und da haben wir natürlich noch, ganz wichtig, ein Schweizer Sackmesser. Er läuft sehr gut. Der Hogerauf natürlich ein bisschen das Problem, weil ich bin natürlich auch nicht der Schlängste. Ja, langsam, aber konstant, so wie wir es gerne haben. Absolut zufrieden.
Gestaltung ist genial. Ich baue sie dann schon noch um, aber das hat optische Zwecke. Jetzt hat es natürlich extrem viel Weg da. Und das tue ich dann noch verkürzen, mache dann da noch Halterung an mit einem zusätzlichen Gelenk. Es ist immer spannend, wenn man auf eine Kreuzung zufährt, natürlich, oder? Darum sagt man der ja auch Suicide-Schaltung. Weil es ist einfach heikel, wenn man, gerade wenn der Anhänger noch hinten noch drückt, dann hat man nur eine Hand am Lenker und muss Kuppel und Schalten mit der anderen. Das ist der Grund, wieso dass man der Selbstschmörderschaltung sagt. Wie man da noch sieht, ist er auch gut geschmiert. Drückt euch vom Auspuff schön ein bisschen Öl hinten an den Kübel an. Solange das so ist, weiss man, es hat genug Saft drin. He? Lass mich mal durch. Von einem Sachs 503 von den Alpa-Werke Sirnach. Und das Töffli war von meinem Vater. Der ist schon in die Stiftung gefahren mit dem. Und dann bin ich in die Stiftung gefahren und jetzt fahre ich noch über ein paar Pässe. 100 Kilo hat man gut dabei. Sag ich mal zur Seite. Das ist das Original noch von Fürthalen. Die Jahrgang weiß ich nicht genau, haben wir nicht herausgefunden. Das Töffli hat eigentlich meinem kleinen Bruder gehört. Ich habe es ihm quasi geklaut. Er hat es im Keller stehen und hat es vergammeln lassen. Dann habe ich es irgendwann einfach genau und wieder zweckgemacht. Wir haben einfach die Übersetzung ein bisschen gewechselt mit dem Anhänger, damit wir ein bisschen mehr Kraft haben darauf, dass ich möglichst nicht ins Eis schalten muss. Ja, der SIG, CSI SIG, der fliegt alles. Nein, das Wichtigste, ich glaube, sind die anderen. Einfach alle Leute, die dabei sind, dass wir das gemeinsam machen. Gemeinsam die Abend verbringen, wo wir ein Bier nehmen und noch ein bisschen sind. Zusammen ist super, super lässig. So, das ist der Bobby. Irgendetwas aus den 80er Jahren. Der ist eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe den Kühlanhänger. Immer schön Bier drin. Wasser, Würst, Fleisch, alles drin. Ah ja, genau. Brauerei von unserem Küchenwagenfahrer. Brauerei im Berg. In Wieslig. Pannen habe ich bis jetzt nur einen Pneu gehabt, hinterher. Und die Chicane vibriert es mir raus. Der ist ein bisschen lauter als sonst. Nicht der schnellste, nicht der stärkste, aber zuverlässig. Ui! Ja. Meine zweite Tour. Ich bin schon das Wochenende geübt, damit ich das, die Tour mitheben kann. Bergauf ist gut gegangen bis jetzt. Morgen geht es wieder hinten runter. Morgen haben wir, glaube ich, 120 km. Das wird schon, das wird streng. Da haben wir meinen Puch Maxi, der Juicy, läuft wie ein Ragetli. Der Sick hat mir das Zweck gemacht, dass ich auf die Tour näher mitkommen kann. Das ist jetzt das erste Mal auf so einer Tour. Ich habe dann noch ein bisschen improvisiert da für mein Gepäck. Habe ich da noch Giovanni's Pizzablech geklaut. Der Durchschnitt am Tag ist eigentlich ein Kerzen, aber jetzt, heute waren es zwei gewesen. Also da der Klausen darauf, da hat es gerade zwei geputzt. Aber für das haben wir ja den Sieg dabei. Schauen, dass es immer wieder laufen tut. Also das sind zwei Puch X30. Zwei Gang angeschaltet mit Z50 Motoren darunter. Und die zwei Töffli, ich würde sagen, inzwischen sind es 5 Jahre, die uns begleiten. Und in 5 Jahren haben wir ja, schon einiges erleben dürfen. Das sieht man an den Kleber, die wir drauf haben. Wir sind jetzt immer fleissig in der Red Bull Alpenbrühe in den letzten paar Jahren. Wir sind aber auch im Schwarzwald. Wir sind Zölder, genau, Zölder aus Vorarlberger. Ja, immer treue Begleiter, macht immer wieder riesen Spass. Mal so ein bisschen entschleunigen und die Gegend durchfahren. Hoi, das ist mein Rixli. Ich fahre normalerweise eigentlich Automat, aber jetzt für das Ausfährtli habe ich gedacht, fahre ich auch wieder mal in Geschalten. Ist also Seidenfein, holt mich aus jeder Situation raus, kannst im Bergli anfahren, als ob es keinen Morgen gibt. Von dem her passt
Der Sattel ist sehr bequem, kann ich also jedem nur empfehlen. Ich merke, also jetzt dritten Tag unterwegs, knapp irgendwie 250-300 km gemacht und ich merke absolut nichts.